Chris, du riechst so komisch so nach Schlampen. Ist aber auch nicht schlecht. Dagegen würde ich mal was machen. Boah, ihr macht es mir aber auch nicht einfach. Was? Was finde ich jetzt besser, Schlampen oder Hitler? Ich sitze einfach anders, weißt du? Und welchen von beiden identifizierst du dich besser? Ich kann einfach anders. Naja, ey. Die Frage ist ja, er riecht ja nach etwas. Und Schlampen riechen ja irgendwie nach Schwein. Ne? Ja. Und Adolf Hitler riecht nach. Nach tote Jugend. Richtig. Adolf Hitler, das war lustig. Ach komm, ganz ehrlich, aus Mitleid hier. Ja. Ist fair. Ja, zwei geschafft, ey. Okay. Wie viele schwarze Karten muss man eigentlich haben? 10. Ach, 10, okay. Das dauert noch ein bisschen. Oh. Der Grüne führt. Dan, du bist. Ach so, ja. Sepp ist nicht wie alle anderen. Sepp ist. Punkt, Punkt, Punkt. Wow. Der kommt so stumpf, aber egal. Ja, keine Ahnung. Oh. Sepp ist nicht wie alle anderen. Sepp ist grün. Was? Grundgeräusch hier einfügen. Was? Sepp ist. Ah, okay. Nein, weil Sepp nicht so aktiv ist, so laut. Stimmt. Weil er immer so leise redet. Deswegen Grundgeräusche. Sepp ist nicht wie alle anderen. Sepp ist tote Eltern. Okay, macht das war zwar ein schwarzer Humor bei ihm wieder, aber der nicht überzeugt. Eigentlich was gesagt, aber egal. 3, 4, 5. Hadis geheimer Fetisch ist. Pummerpunt. Jetzt kommt's auf den Juden. Och man, ich hab nur Scheiße. Das war so kein Ausfall. Ja, das hätte so gepackt. Wirklich. Scheiße. Komm, das hat doch alles keinen Sinn hier. Hadis geheimer Fetisch ist. Bram ist nicht vorhanden, Bette um Lebenskünste. Ja gut, okay, wenn wir jetzt Bette Überlebenskünste. Bette Überlebenskünste, Entschuldigung. Wenn wir das jetzt mit Varro 3 vergleicht, dann. Naja, nicht wirklich. Aber mit den anderen Varros und Season und so weiter, dann. Ja. Lies erstmal deine Karte. Okay. Alles geil. Geheimer Fetisch ist. Das ist vom Penis. Wenn deine Mutter absichtlich abkürzt. Ich bin unsicher. Weil es einfach nur eine Crap-Runde ist. Das ist gar nicht mal witzig, irgendwas. Nee. Das 5, das 4. Ach, scheiß drauf. Ja. Die Folge muss ein bisschen lange dauern. Ja. Ja. Alter, was hast du für ein Text hier? Oh. Wenn Hardy eine 13-Jährige vergewaltigt, würde das Mädchen wahrscheinlich Punkt, Punkt, Punkt schreien. Okay. Das kommt so stumpf, aber egal. Und ich glaube, es ist eigentlich eine Crap-Runde gerade für mich, ist aber egal. Hä? Okay. Machen wir erstmal die Karte auf. Wenn Hardy eine 13-Jährige vergewaltigt, würde das Mädchen wahrscheinlich Pokepart schreien. Ich sag ja Crap. Okay. Crappity crappity crap. Das hat keinen Sinn ergeben. Und wenn Hardy eine 13-Jährige vergewaltigt, würde das Mädchen wahrscheinlich ohne Spaß. Ohne Spaß! Ja, okay, dann, ja, das ist, ja. Ja, ich kann nur sozusagen, ja, das war einfach so eine Crap-Runde, ich hatte nichts Besseres. Okay, ich verstehe gerade kein einziges Wort von ihm. Ein bisschen laggy geworden gerade bei mir. Ja. Laggy geworden? Ja, du hörst dich an wie ein Roboter. Shit. Das ist nicht gut, wie das letzte. Naja, ihr hört es so, bei mir ist ganz normal. Ja, du bist.
Auf das nächste Let's Play bereiten sich J... vor. Mit, also bereitet sich J mit... vor. Okay. Ich hab nur Scheiße. Aber wirklich. Ich hab auch nur Scheiße. Ach, scheiß drauf. Mach's. Okay. Hab ich immer Roboterstimme oder also? Nee, jetzt also nicht mehr. Okay. Ist besser. Auf das nächste Let's Play bereitet sich J mit Sterben vor. Okay. Was? Smegma? Okay. Schmeckma. Auf das nächste Let's Play bereitet sich J mit Smegma vor. Was ist denn Smegma? Schmeckma. Sagen wir mal. Schmeckma. Ach so. Schmeckma? Ja, Schmeckma. Sterben war besser. Ja, was soll ich dazu sagen, so ein Crap. Okay, oh, meine Augen. Ich hab eine geile Karte bekommen. Weißt du, das hat jetzt gepasst. Ja, Mann. Mann. Was? Ey. Oh, tut mir leid. Falsche Taste. So. Was hat Hardy aus Kanada mitgebracht? Eine sehr gute Frage, ne? Tote Juden! Tote Juden passt so. Tote Juden kann man überall gehen. Naja, fast überall. Fast. Warte mal. Was hat Hardy aus Kanada mitgebracht? Oh, hier, die. Nein. Boah, ja. Keine Ahnung hier. Was hat Hardy aus Kanada mitgebracht? Holy Grenade! Okay, kann man mal sagen. Was hat Hardy aus Kanada mitgebracht? Sebastian Linsen. Sebastian Linsen, Mama! Ich habe es richtig ausgesprochen. Ich hab keine Ahnung, wer das ist. Sebastian Linsen, das ist Sepp. So, ah, so. Seppi. Ich weiß es nicht. I don't know. I like it. Vor allem, wir haben beide 6. Mach doch any, many, move und raus bist du. Yeah. Sorry, Dan. Hab die Holy Grenade, die haben mich irgendwie angesprochen. Ich hab gedacht, wegen Worms. Ja, deswegen. Okay, ich bin, wa? Ah ja, zum Thema Worms, außerdem, es wird doch bald kommen, außerdem von mir und daneben mein Page. Juhu. Yeah. Okay. Chris zu lieben ist einfach den... Denn. Also, Chris denn. Zu lieben ist einfach, denn er steht genau wie ich auf... Tote Juden. Ja, da, okay, das passt. Mann, das passt. Kann ich jetzt auch eine Karte legen? Nee, leider nicht. Ach man. Okay. Tote Juden. Tote Juden. Chris zu lieben ist einfach, denn er steht genau wie ich auf Münzen! Ja, also das passt zumindest zu Chris. Ich glaube, ich hab gleich Lock. Chris zu lieben ist einfach, denn er steht genau wie ich auf Dennis Hartwig. Boah. Ja, diese Affäre zwischen diesen ja, beiden. Ja, das ist sehr schwul. Komm schon, Münzen! Nein, Homo Action! Münzen! Komm schon, Münzen! Münzen! Münzen, Hardy, Münzen, Hardy, Münzen, Hardy! Ja, komm, Münzen! Yay! War schon mal 4, Mama! Ja, er möchte das schon 7. Ey, das muss weg hier! Ja, sorry! So! Oh, das ist geil! Aufgrund von was ist selbst letzte Beziehung auseinandergegangen? Ja, tote Juden. ja, erstmal aufdecken, ja, sehr gut. Ich hab's aber gerade nicht gezoomt, also von daher alles gut. Alles gut. Aufgrund von was ist selbst letzte Beziehung auseinandergegangen? Sich Katzenvideos anschauen und sich dabei der Eichel reiben. Mhm,
Okay. Cheaten, okay, ja klar, Mann. Ja, das ist das Game. So. Okay. Ja. So, ich bin. Barmen, du klebst ja so komisch. Was ist das da an deiner Wange? Tote Juden. Nee, ich Sperma. Bitte passen. Das sag ich auch schon. Nein! Du musst deinen Piep ansetzen. Super. Vampage. Ja, Leute, Vampage ist gerade. Er ist AFK. Ja, der ist kurz mal weggetreten anscheinend, okay. Dann, sorry, ich musste kurz weg. Ich wollte gerade einen kurzen Cut machen, aber okay, dann halt nicht. Nee. Na komm. Dun, okay. So. Ja. Jetzt ist der auf AFK. Nee. Wir müssen mal kurz einen kleinen Cut machen, ja Leute, ich bin gleich wieder da. Okay. Kurzer Cut. So Leute, willkommen zurück. Wir haben einen kurzen Cut ja gemacht, wie schon gesagt, und jetzt geht's auch weiter. Machen kurz die Musik wieder an, so. Okay, Bramman, du klebst da so komisch, was ist das dann an deiner Wange? Unsere Zuschauer. Wow. Okay. Okay. Bramman, du klebst ja so komisch. Was ist da. Was ist das in deiner Wange? Jetzt kommt's. Schwule. Ist doch klar, Schwule kleben ihr gleich im C-Quadrat. Ihr habt einen sehr, sehr schlechten Humor. Ja, merkt man. Wer ist? Rampage, du bist. Ah ja, ich bin. Rampage. Okay. Zu Uni-Zeiten war Chris abends oftmals in Clubs unterwegs. Kommt so stumpf, aber egal. Ja, scheiße. Okay. Zu Uni-Zeiten war Chris abends oftmals in... Ey, wer hat hier umgedreht? Ich nicht. Nougat-Schnitten-Clubs unterwegs. Ja. Okay. Du Uni-Zeiten war Chris abends oftmals in Apfelschorle. Apfelschorle? Naja, okay. Yay! Chris, die geile Nougat-Schnitte hier. Die geile Nougat-Schnitte. Okay. Ach, guck mal hier, Didon holt auf. Ja, langsam aber. Ja, spät als nie. Ja, das stimmt. Da. Ja. Eine Karte, nicht 1000. Oh, sorry, Moment. Jetzt habe ich aus Versehen fast das Spiel beendet. Frage allein schon, weißt du. Okay, so. Ich habe hier schon mal eine Karte. Als Chris letztens gefurzt hat, was kam da mal mit raus? Okay, das kann man sehr gut machen. Ja, was Tote kam Juden. Da mit raus? Juden. Kommt so stumpf, aber egal. Also meins macht wenigstens Sinn. Was kam da raus? Durchfall. Würde passen. Okay. Das passt eigentlich perfekt. Was kam da raus? Gemüse oder Obst? Gemüse oder Obst? Durchfall passt, sorry. Ja. Obwohl? Warte mal. Was war da? Gemüse oder Obst? Hallo? Gemüse. Nicht Gemüse, Gemüse. Hey, jetzt fangen wir so an. Nein, Spaß. Wir wollen ja hier fair spielen. Fairplay. Oh, es wird spannend. Jetzt dein, du musst schaffen. Du musst es schaffen. Ich brauche noch drei, ich brauch nur noch eins. Nächstes Jahr in den Kinos Jay in der Hauptrolle von Hund, der Film. Tote Juden, der Film. Scheiße. Das nächste Jahr in den Kinos Jay in der Hauptrolle von. Also ich würde mal sagen. Naja. Naja. Wer das nicht lustig findet, der hat ja, komm, Humor. Los. Warte. Er gewinnt doch jetzt, ich muss überlegen. Ich muss entscheiden. Nicht du.
Ja, das ist scheiße, es gibt nichts. Okay. So. Nächster in den Kino. Jay in der Hauptrolle von Action Pete, der Film. Action Pete, der Film. Hauptrolle von meinen Jaggen? Jagon, der meint damit so Jagon, also Jagon. Aber das ist kein richtiger Filmname, das ist ein Porno. Okay, GG, Moritz. Vampage hat gewonnen. Das ergibt keinen Sinn. GG! Yeah. Und das war's erstmal mit dem schönen Let's Play von Tabletop Simulator. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschaußen! Ich hab gewonnen. Tschüss. Ciao, 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 Bros. Tschüss.